bisschen Haushalt ist doch kein Problem, meint ein Mann. Das bisschen Haushalt macht mir doch bequem, meint ein Mann. Weil auch am herdenrechten Mann sein Mann kann stehen. Man muss nur wählen, meint ein Mann. Das bisschen Haushalt könnt er mir ruhig überlassen. Er hat keine Ahnung, so ein Mann. Erich! Erich! Hat jemand etwas gesagt? Moment! Ja, du bist es, Max. Entschuldigung, wenn ich dich nicht gerade gehört habe. Bin mitten in meinem Kuss. Mitten in was? Kuss? Erinnerst du dich nicht mehr? Ihre Lippen auf seine Lippen. Und dann. Champagne romantisch. Träumst du wieder von Elian? Nein, ich höre nur gerade einen Film. Du hörst einen Film? Klar, die schönsten Filmmelodien. Im Moment läuft gerade Love Story. La 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 la! La 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 la! Muss immer brüllen, wenn sie am Schluss stirbt. Und warum dreist du die Brüllen? Dass mich nichts ablenkt. Wenn ich die Melodie höre und dabei rein gar nichts sehe, dann kann ich mir den Film richtig gut vorstellen. Wow. Das ist dann ein langer Kuss. Erich! Kassenleute, die im Kino immer reinschnurren. Was habe ich dir gesagt, was du machen sollst? Das Zimmer aufräumen. Habe ich auch gemacht. Und eine schwarze Brille vor den Augen. Oh, das geht gut. Wenn es einem nicht so darauf ankommt, wo man die Sachen anräumt. Mein Zimmer ist tiptop ordentlich, kannst du schauen. Und was steht denn da? Das ziemliches Buff. Eben. Aber das ist nicht mein Zimmer. Nein, das ist mein Zimmer. Setz es einmal aufräumen. Aber deine Sachen, fort mit dem Zeug. Okay, ich räume es weg. Sobald ich von der Arbeit heimkomme. Meine Mittagspause ist durch. Ciao, Max. Erich, wenn man mit Sauern nicht Geld verdienen könnte, wäre er schon lange Millionär. Bleibt wieder mal alles an mir hängen. Die schönsten Dialoge aus früheren Stummfilmen. Der vierte Mann. Ich habe immer gemeint, der Film heiße Der dritte Mann. Ah, das ist die Fortsetzung. Mein Tagebuch von Erich Thoniger. Tagebuch? Erich schreibt das Tagebuch. Da nimmt mir jetzt doch kein Wunder. Heute war ich im Kino. Jeden Tag. Als ich nach Hause gekommen bin, hat mir Angela ein großes Geheimnis anvertraut. Angela? Sie hat einen Mann kennengelernt und hat sich in ihn verliebt. Angela hat einen Liebhaber. Heute Abend? Aber wir haben uns doch erst gestern gesehen. Und vorgestern. Und vorvorgestern. Ich weiss wirklich nicht, ob wir uns schon wieder sollten. Nein, Röbi, du Trottel, das heisst nicht nein. Das heisst ja. Du verstehst wirklich nichts von Frauen. Natürlich komme ich. Ich muss mir nur noch Ausrede für meine Eltern ausdenken. Weisst du mir nichts, wo ich rein könnte? Die Wart. Du kennst meine Eltern nicht. Die sind frisch aus dem Mittelalter. Wenn ich denen würde sagen, dass ich einen Typ treffe, der mit mir gehen will und mir näher kommt und es dann wahrscheinlich nicht bei einem Abschiedskuss bleibt, dann. Wolltest du gar nicht? Schade. Natürlich habe ich gestern Nein gesagt, aber.
Du verstehst wirklich nichts von Frauen. Also pass auf, Röbi, es wird mir schon etwas einfallen. Ich sag meinen Alten einfach. Und kannst du ruhig wieder anrufen, wenn du ein Problem bei der Aufzug hast, gell? Ciao, Madeleine. Wie findest du das Kleid? Ein bisschen speziell. Aber toll. Kostet über diese Gestehen? Es ist jetzt eine neue Kollektion. Delian hat es mir uns entlehnt. Und so gehst du jetzt arbeiten? Spinnst. Ich wollte es nur mal probieren. Das ist Freitag am Abend. Wir gehen die Dinge essen. Da muss der Babs aber dringend etwas auslehnen. Mit seinen spiessigen Krawatten macht er dir den ganzen Effekt kaputt. Der Max ist nicht eingeladen. Kein Wunder, bei dortigen Krawatten. Es ist ein geschäftlicher Termin. Eigentlich sollte ich an Delian gehen. Aber sie hat heute Morgen plötzlich ein riesen Biber verstehen. Und du weißt ja, wie sie ist, wenn ihre Schönheit einmal nicht ganz perfekt ist. Sie toben hysterisch in der Gegend umeinander. Hysterisch würde ich nicht sagen. Gut, sie hat das mit ihrer Gesichtscreme auf dem Schreibtisch verbrennt. Nachher ist sie mit einem Hammer auf den Spiegel in der Toilette los. Aber sonst ist sie eigentlich ganz ruhig geblieben. Auf jeden Fall muss ich heute Abend verschieden springen. Sie hat mir sogar ihren Brillantschmuck uns entlehnt. Mit wem ist denn jetzt Nacht? Mit dem Kaiser von China? Viel wichtiger. Mit Manny Miller. Das ist der Chef von International Fashion. Er ist zufällig in der Stadt und wir müssen ihn davon überzeugen, dass er seine Kollektion euch nächstes Jahr exklusiv überlässt. Ich glaube, mit so einem Kleid kann man Mann von allem überzeugen. Vielleicht sollte ich mir auch mal so eins auslehnen. Was sagt eigentlich der Babs dazu, dass du ein Rendezvous mit einem fremden Mann hast? So in voller Kampfmontur. Ich habe es noch nicht mit ihm besprochen. Dann lass mich zuerst. Wenn er schon vorher verrückt ist, habe ich gar keine Chance bei ihm. Eine Chance mit was? Nicht. Du hast so viel zu tun, da will ich dich nicht auch noch mit dem belästigen. Und dann ist der Max einfacher zu überschnurren als ich. Das auch. Ich muss sowieso pressieren. Zuerst wieder etwas Normales anlegen, dann mit Max reden. Hoffentlich hat er nicht wieder einen von seinen schlechten Lügen. 24. September. Angie ist immer noch verliebt. Immer noch. 8. September verliebt. 14. August verliebt. 1. August. Sogar am 1. August. Die Trottel hat gemeint, sie sei wegen dem Feuerwerk so nervös gewesen. So wie sie diesen Typen beschreibt, muss eine Mischung aus James Stewart und Humphrey Bogart sein. Charmant, sympathisch und absolut unwiderstehlich. Unwiderstehlich. Habe ich natürlich nichts mehr zu melden. Angie hat mich gebeten, ihr Geheimnis niemandem zu verraten. Und da glaube ich, nicht einmal den Namen des Mannes, in den sie sich so verknallt hat, will sie mir verraten. Sie sagt immer nur den ersten Buchstaben, M. Und dann errötet sie jedes Mal und wird ganz verlegen. M. Das hat doch viel bedeuten. M wie miese Verführer. M wie Mord und Totschlag. M wie mein Leben hat keinen Sinn mehr. Aber Angela, wie kannst du mir das nur antun? Babs, kann ich heute noch mal zu der Madeleine? Das kann jeder machen, was er will. Babs, geht's dir nicht gut? Mir geht's bestens. Nur mein Herz ist gebrochen. Du bist doch gar noch nicht im Alter für einen Infarkt. Meine Seele ist geknickt. Weißt du, gefragt? Ob ich heute noch mal bei der Madeleine? Kommt überhaupt nicht in Frage. Oh, wieso darf ich nicht zu der Madeleine? Weil sie Madeleine heisst. Das ist ein neuer. Weil Madeleine mit einem M anfängt. Hä? Ich hasse alle Leute, die mit einem M anfangen. Pech für Nella Martinetti. Ist das ein Witz gewesen? Ja. Ich mache keinen Witz. Über Witz muss man lachen. Und für mich gibt es nichts mehr zu lachen auf dieser Welt. Babs, was ist los mit dir? Wieso hast du so den Depressivo? Dir ging es auch nicht besser, wenn du gelesen hättest, was ich gelesen habe. Dein Kontoauszug. Ein Tagebuch. Du hast. Ich weiss jetzt alles. Oh. Und darum gehst du mir nicht zu dieser Madeleine. Das ist so fies!
Das Tagebuch ist Privatsache. Niemand hat das Recht, die fremden Sachen rumzunäuseln. Es ist offen rumgelegen. Gar nicht wahr. Ich verstecke es immer unter der Matratze. Und hole es nur für, wenn ich etwas drin. Oder habe ich es letztes Mal vergessen, zurückzutun? Auf jeden Fall habe ich es gelesen. Und jetzt weiss ich Bescheid über die Liebesgeschichte. Das ist keine Liebesgeschichte. Was sonst? Nur weil ich geschrieben habe, dass ich den Röbi einen Herzigen finde. Nur weil wir an dem Abend, wo ich dir erzählt habe, ich sei bei der Madeleine am Aufzugehen machen, miteinander im Kino waren. Nur weil wir Händli gehabt haben. Wegen dem ist das so lange keine Liebesgeschichte. Und ein richtiger Kuss war es auch nicht. Der Röbi hat nur eine neue Sorte Kaugummi ausprobiert. Und hat mir zeigen, wie er schmeckt. Von wem redest du eigentlich? Von meinem Tagebuch. Wo du überhaupt kein Recht hast. Ah, du führst auch Tagebuch. Wieso auch? Ich habe das von Erich gelesen. Am Erich sein? Aha. Und dann steht nicht von einem Röbi. In meinem auch nicht. Ich kenne gar keinen Röbi auf Alphen, nicht näher. Nicht, dass du jetzt meinst. Also, kann ich jetzt zu der Madeleine? Nein. Sie heisst mit zweitem Vornamen Cornelia. Das hat kein Sam. Würde es dir Freude machen, wenn ich es dir erlauben würde? Klar. Dann verbiete ich es. Wenn es mir so schlecht geht, muss sonst auch niemand glücklich sein. Wow! Du Schatz, wenn du Papa suchst, ist kein guter Moment, um mit ihm zu reden. Er hat einen totalen Hammer. Kathrin. Das ist schon kein Hammer mehr. Das ist ein ganzer Werkzeugkasten. Mami? Du? Darf ich heute bei der Madeleine übernachten? Was hat dein Vater dazu gesagt? Oh. Eure ewige Zusammenheberei ist ja so etwas von unfair. Du Schatz? Interessant. Was? Dass du mir Schatz sagst. Wie soll ich das sonst sagen? Doppel. Trottel. Blöli. Wieso? Weil ich die ganze Zeit nichts gemerkt habe. Hä? Weil ich am 1. August gemeint habe, du seist wegen dem Feuerwerk so nervös. Was für Feuerwerk? Raketen, Vulkan, bengalische Zündhölzchen. Von was redest du eigentlich? Wie du harmlos kannst tun. Du wirst nicht einmal rot dabei. Was ist los mit dir? Schade, dass wir alles elektrisch haben. Wieso? In einen Gasofen könnte man wenigstens den Kopf hineinheben. Dann hat das elendes Ende. Was ist passiert? Nicht. Nur was halt muss passieren, wenn ein älterer Mann eine jüngere Frau heiratet. Jetzt hör endlich auf, der Fahrt zu laufen. Und sag mal, was du hast. Willst du das wirklich wissen? Ja. Ich sage nur M. M was? Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Eine Mischung aus James Stewart und Humphrey Bogart. Ist das eines von diesen Filmrätseln von Erich? Nein, das ist eines von diesen Tagebüchern von Erich. Der Erich führt gar kein Tagebuch. Das hast du gemeint. Und darum hast du ihm alles so freizügig erzählt. Aber dummerweise hat er das aufgeschrieben und jetzt weiss ich Bescheid. Über was? Über deinen Liebhaber. Du meinst, ich habe einen Liebhaber? Ich meine nicht. Ich weiss. Wahrscheinlich triffst du nämlich heimlich, wenn du mir erzählst, du gehst bei der Madeleine Gufzki machen. Ich? Ah, nein, das ist ja Kathrin. Du erzählst mir wahrscheinlich, du müsstest Überstunden machen. Oder hättest du eine Besprechung mit einem wichtigen Kunden? Das traust du mir zu? Man weiss, was man weiss. Gut, wenn das so ist. Ich wollte dich eigentlich fragen, aber jetzt sagen wir es einfach. Ich muss heute Abend Oberstunden machen. Ich habe eine Besprechung mit einem wichtigen Kunden.
Warte nicht auf mich. Es kann spät werden. Du, Katrin. Mit mir musst du nicht reden. Ich bin gar nicht da. Ich habe eigentlich ein Date. Ich habe gemeint, du wolltest bei der Madeleine Gufzgi machen. Du verstehst auch nichts von Frauen. Es ist schon 11. Eben. Und ich bin immer noch da. Kannst du dir vorstellen, dass D'Angela... Was? Nicht. Was würdest du machen, wenn du einen Freund hättest und der würde dich mit einer anderen betrügen? Der Röbi? Das würde der nie machen. Der ist so etwas von mir. Ich meine, wenn ich einen Freund hätte, rein theoretisch, und wenn er würde Röbi heissen, nur als Beispiel, dann würde er mich nie mit der anderen... Wärst du da ganz sicher? Klar. Wir sind ja jeder freie Minute zusammen. Ich meine, wir wären jeder freie Minute zusammen. Wenn ich einen Freund hätte und wenn er würde Röbi heissen. Nur als Beispiel. Aber immer ist man ja nicht zusammen. Manchmal sitzt man auch allein daheim und dann... Aber nur weil du so stur bist und mich nicht zu der Madeleine gehen lässt. Katrin, wenn du einen Freund hättest... Rein theoretisch. Und wenn er Röbi heissen würde? Nur als Beispiel. Woher wüsstest du denn, was er jetzt gerade in dem Moment macht? Der Röbi, der sitzt zuhause. Der würde zuhause sitzen. Wenn es ihn gäbe und der würde... Komm wieder! Weisst du? Du musst das Telefon machen. Gott sei Dank. Los, Angela. Ich habe das Problem aus allen Gesichtspunkten analysiert. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass wir Konsequenzen ziehen müssen. Du. Ich weiß, jetzt sollen die Sachen wegräumen. Aber im Movie 7 ist ein Streifen gelaufen. Nur heute durfte ich auf keinen Fall verpassen. Ein Experimentalfilm aus Kurdistan. Auf Kurdisch. Ohne Untertitel. Man versteht zwar kein Wort, aber man kann sich dafür umso mehr vorstellen. Erich, ich muss mit dir reden. Jetzt mach nicht so ein Theater. Ich räume die Sachen morgen weg. Ich habe sie schon weggeräumt. Du bist ein echter Freund. Hat's noch etwas zu essen? Und beim Aufräumen habe ich noch etwas gefunden. Noch etwas sehr interessant. Du, der Damenslip hat nichts zu bedeuten. Ich habe den nur gekauft, weil Julia Roberts mal so ein... Tagebuch. Von wem? Von dir. Ich führe kein Tagebuch. Ich schreibe nur alle Filme auf, die ich gesehen habe. Es ist dort drinnen nicht um Film gegangen. Sondern? Um D'Angela. Ah, D'Angela führt Tagebuch. Das hat sie mir gar nie gesagt. Du solltest das aber nicht lesen. Das ist Privatsache und geht niemand etwas an. Was steht drin? Erich, du bist ein sehr schlechter Lügner. Ich rede von M. Hä? Von M. Du weißt genau, wer das ist. M.M. Das hätte ich gewusst. Jetzt können wir der Sache näher. Wer ist M.M.? Mickey Mouse. Oder Marilyn Monroe. Oder die farbigen Schöckli, die immer so voll Fusseln sind, wenn man es zu lange im Hosensack hat. Schöckli interessiert mich nicht. Mich schon. Vor allem die dunkelroten habe ich gerne. Erich! Die blauen sind zwar auch nicht schlecht. Wer ist M.M.? Überleg gut, was du jetzt sagst. Ist das ein Quiz? M.M. Ah, du meinst den Manny Miller? Wer ist der Manny Miller? Keine Ahnung. Ich weiß nichts von dem. Nur, dass D'Angela heute mit ihm ist, geht zu Nacht essen. Hast du das Kleid gesehen, das sie angelegt hat? Voll sexy, du. Manny Miller. Da ist also der geheimnisvolle M aus dem Tagebuch. Ich weiß nicht, was du immer mit Tagebuch hast. Ich führe gar kein Tagebuch. Ciao, Katrin. Was machst du?
Ich habe gerade ein für alle Mal mit dem männlichen Geschlecht abgeschlossen. Mit 15? Ist das nicht ein bisschen früh? Männer sind hinterletzt. Das verletzt mich jetzt. Für dich gilt das nicht. Männer über 18 sind sowieso nicht mehr interessant. Dann bin ich beruhigt. Aber für den Röbi gilt es. Wer ist der Röbi? Niemand. Für mich ist der gestorben. Stell dir vor, der ist nicht daheim. Und? Müsst ihr? Klar müsst ihr. Wenn ich doch nicht zu der Madeleine aufzugehen machen. Stattdessen treibt er sich wahrscheinlich mit der anderen um. Komme nicht raus. Delian hat schon recht, Männer kapieren nie etwas. Aber dem zeige ich es. Was hast du vor? Ich warte vor seinem Haus. Und wenn er heimkommt, dann... Dann was? Das weiß ich auch noch nicht genau. Aber ein linker Haken ist sicher ein guter Anfang. Manni Miller. Wenn einer nur schon so heisst. Typischer Zuhältername. Hat wahrscheinlich ein Goldkettchen um den Hals und benutzt einen Rasierapparat, der ihm immer exakt in 3 Tagebart schneidet. So, Frau Angela Brugger, jetzt werden Konsequenzen gezogen. Sali, Schatz, bist du noch wach? Oh, ist das ein Abend gewesen. Für so etwas müssen wir Delian Lohnrechnung geben. Schmerzensgehalt. So. Nur schon, weil einem die Fies wehdient von diesen Stöckchen Schuhen. Tatsächlich. Das Kleid ist euch Sack unbequem. Was du nicht sagst? Ist etwas, Schatz? Nicht. Aber nicht immer nur die Spinnerei. Ich habe einen Liebhaber. Ich weiss jetzt sogar, wie er heisst. Casanova. Manni Miller. Du Mensch, ich hege. Weißt du eigentlich, wie der aussieht? Goldkettchen und 3 Tagebart. Vollglatze und ein Sonnenbauch. Der Mann ist 65 und er hat die ganze Zeit nur verschiedene Magengeschwür. Und ist eine Mischung zwischen James Stewart und Humphrey Bogart. Einer zwischen einer Billardkugel und einem Fesselballon. Aber warum hast du denn in ihm verliebt? Nur wegen seinem Geld? So viel Geld, wie der grüßig aussieht, kann man gar nicht haben. Aber im Erich im Tagebuch steht... Jetzt hör endlich auf mit der fixen Vorstellung. Der Erich führt kein Tagebuch seit... Aber ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen. Er soll das selber sagen. Erich! Klar, wir stecken natürlich unter einer Decke. Was ist? Erich, wann hast du das letzte Mal Tagebuch geführt? Das ist ewig her. Wie lang? Etwa 17 Jahre. 17? Das Tagebuch ist 17 Jahre. Das ist die Zeit, wo du. Aber ich hatte versprochen, ich sag's niemandem. Sag's dem Max. Wie meinst du? Das war die Zeit, in der Angela so furchtbar verliebt war. In wer? Überleg mal. Vor 16 Jahren haben wir geheiratet. In Wels bin ich echt vor 17 Jahren verliebt. M heisst. Max. Du Löli. Angela, ich bin nicht nur ein Löli. Ich bin ein Trottel. Ich bin ein Schwachkopf. Ich bin ein Double. Aber ein einzeln lieber Double. Du bist nicht verrückt. Wieso? Es gibt kein grosses Kompliment für eine Frau, als wenn ihr Mann nach so vielen Jahren immer noch eifersüchtig ist. Kannst du auch froh sein, dass du nicht mit der Katrin verheiratet bist? Hä? Wenn die eifersüchtig ist, verteilt sie linke Höcke. Dass er im Garten gewartet hat, nur um in meiner Nähe zu sein. Das ist ja so cool. Ah, ich sind noch auf. Ich bin nur im Garten, um frische Luft zu schnappen. Aber zusammen mit deinem Röbi? Woher weißt du? Ja, woher weißt du? Max, du bist ja ein guter Hausmann. Aber die Matratze zu kehren vergessen ist doch jedes Mal.
Selbst ist da wirklich ein originelles Versteck für dein Tagebuch. Oh!